Willkommen zurück zu einem neuen AltVG Sharp Tutorial. Wir machen weiter mit dem Inventory System. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben bei der Item Model Klasse. Hier werden wir jetzt weitermachen. Wir werden zum Beispiel eine Funktion schreiben, um das nächste Item eines bestimmten Hashes rauszufinden. Ähnlich wie bei der RageMP Tutorial Reihe schon. Und ja, darauf werden wir weiter aufbauen. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, lasst dann jetzt schon mal ein Like und ein Abo da. Wie immer findet ihr natürlich auch alles, was wir hier schreiben, unten in der Videobeschreibung, im GitHub-Repo und auch bei mir auf dem Discord oder im Forum. Auch diese Links stehen unten in der Videobeschreibung. So, wir fangen an, indem wir hier eine Funktion schreiben. Die nennen wir einfach so einen, ich nenne es mal Copy-Konstruktor. Wir nennen das einfach mal Public Item Model Copy. Klammer auf, Klammer zu. Und hier erzeugen wir einen eine neue Instanzierung von Item Model. Dazu sagen wir also ein neues Objekt von Item Model. Item Model, Item Model gleich New Item Model. Und jetzt können wir auf die verschiedenen Variablen zugreifen. Und hier sagen wir dann einfach einmal Item Model.id gleich ID. Das heißt, hiermit greifen wir dann direkt auf diese Sachen hier oben zu. Und hiermit erzeugen wir dann halt ein neues Objekt von Item Model. So, dann weisen wir noch die restlichen Sachen unserem neuen Objekt hinzu. Später werden wir noch ein Object Handle und so hinzufügen, aber das werden wir zu einem späteren Zeitpunkt dieser Tutorial-Reihe machen. Sagen wir noch Item Model.hash gleich Hash und Item Model.owner Entity gleich Owner Entity. Owner Identifier gleich Owner Identifier. Natürlich vorne immer Item Model mitschreiben. Item Model.Owner Identifier und zu guter Letzt noch Item Model.Amount gleich Amount. Damit wäre die Copy-Funktion für uns soweit fertig. Jetzt brauchen wir noch ein paar Funktionen, unter anderem um ein Item Model von einer ID zu bekommen. Und ich würde sagen, die Funktion nennen wir einfach einmal. Ne, wir müssen hier noch kurz das Item Model return. So. Und dann können wir jetzt unsere neue Funktion schreiben. Die sagen wieder public static. Wir geben ein Item Model zurück, weil wir ein Item Model auf Basis einer ID rausfinden wollen. Also auf Basis dieser ID hier. Deswegen sagen wir get item model from ID. Und übergeben als Parameter die Item-ID, also int Item-ID. Und definieren hier oben erstmal ein neues Item-Model. Item-Model, Item gleich Null. Dann, wie gehabt, ihr kennt es schon, wir loopen einmal unsere Liste durch. Das machen wir aber noch nicht direkt, weil wir wollen ja jetzt die Inventory-Liste vom Spieler, also die global-galaktische Inventory-Item-List durchloopen. Die haben wir natürlich noch nicht definiert. Und dazu erstellen wir hier mal eine neue Klasse in unserem Inventory-Ordner. Sagen hinzufügen Klasse. Und nennen die dann einmal Inventory.cs. Denn hier wollen wir eine globale Liste erstellen, wo alle Items drin sind. Egal, ob die am Spieler gehören oder auf dem Boden liegen oder in einem Fahrzeug sind oder wo auch immer. Deswegen erstellen wir hier die Liste, für wo halt sämtliche Items drin gelagert werden. Und dazu sagen wir ganz einfach public static list item model und nennen die einfach mal item list. Definieren oder öffnen können wir die später, die Liste. Das reicht uns hier erstmal so. Dann gehen wir nach item model zurück und können nämlich jetzt hier mit unserer Funktion anfangen. Wir loopen mit for each über halt unsere jetzt gerade eben erstellte Liste, wo noch nichts drin ist, aber die werden wir später natürlich befüllen und sagen item model in inventory.itemList. Und hier fragen wir ab, if item model.id gleich gleich die übergebene item ID. Ist das der Fall, dann ist unser item gleich item model. Also das Item, was wir oben mit Null definiert haben, übernimmt dann den Wert von unserer
von so einem For Each, also Item Model, das jetzige Objekt, was wir gerade durchloopen. Und wenn wir das gefunden haben, sagen wir Break. Break schließt dann For Each und wir springen aus dem For Each hier raus. Und dann können wir sagen, hier unten Return Item. Jetzt haben wir nämlich eine Funktion, die brauchen wir später, um auf Basis einer ID von einem Item, dass wir halt das komplette Objekt zurückbekommen von Item Model. So, ich habe gesehen, wir haben noch gar keinen Konstruktor erstellt, also keinen normalen. Das werden wir jetzt auch erstmal sein lassen, weil, warum, zeige ich euch später oder in einem anderen Part. Wir erstellen erstmal noch eine Funktion, die nennen wir Public Static Item Model. Wir geben natürlich ein Item Model zurück und nennen die dann, mit der Funktion wollen wir das nächste Item herausfinden, also was halt von unserer Position her am nächsten ist. Und das wollen wir dann herausfinden mit einem übergebenen Hash. Deswegen nennen wir die Funktion einmal public static item model und sagen get closest, wie nennen wir das, item with hash, übergeben den Player, wie haben wir den genannt? T-Player. Wir geben den T-Player. T-Player, T-Player. Und hier müssen wir an den Ordner noch rein mit T-Player.T-Player. Dann sagen wir Komma und übergeben ein Hash, String Hash. Jetzt sagen wir wieder, wir wollen wieder ein neues Objekt erzeugen. Item Model gleich Null. Und wer hätte es gedacht, wir loopen wieder über unsere Inventory List, die wir eben erstellt haben, also for each item model in inventory.itemList. Nur nennen wir natürlich das item model auch item, sonst haben wir zwei Variablen mit item model. Geben hier nach dem for each wieder mit einem return das item model zurück, also return item. Und in unserem for each fragen wir jetzt erstmal mit if item model Owner Entity, ob das Item auf dem Boden liegt, das werden wir später als Ground bezeichnen, und ob das Item, ob das Hash vom Item gleich unser übergebenes Hash ist, also das, was wir hier als Parameter mitgegeben haben, und ob unsere tPlayer.position.distance zu dem Item, das Item werden wir dann in der Item.position speichern. Deswegen habe ich gesagt, werden wir hier oben gleich noch ein Position mit hinzunehmen. Deswegen sagen wir item.position hier erstmal. Das werden wir später noch definieren. Kann kleiner ist als 2 Float-Einheiten, 2,0 Float. Ist das der Fall, sagen wir wieder item model gleich item und break und return das schon unten das Item. Jetzt können wir hier oben einmal unsere Position definieren. Unsere Position ist natürlich ein Vektor 3 und dafür muss ItemModel einmal von iScript erben. iScript, und das können wir mit Alt-Enter inkludieren, indem wir usingaltv.net hier sagen. Und dann sagen wir direkt public Vektor 3 position getz. Der Vektor 3 wird nicht erkannt. Hier sagen wir Alt-Enter und dann using Numerics Enter. Und ja, jetzt haben wir hier unsere Position. Mit der Position können wir dann hier unten halt die Abfrage gestalten und sagen dann hier unten Item gleich Item Model und nicht andersrum. Und jetzt können wir nämlich auf Basis dieser Funktion hier das nächstgelegene Item Model herausfinden auf Basis unseres übergebenen Hash und das, was halt am nächsten zu unserer Spielerposition ist. So, damit hätten wir jetzt soweit Item Model erstmal fertig. Wir haben ja hier, wie ihr schon seht, die Inventory CS erstellt und da werden wir auch gleich weitermachen. Nur vorher werden wir noch eine Inventory Model Klasse erstellen. Deswegen gehen wir wieder auf Hinzufügen Klasse, sagen Inventory Model.cs und definieren hier wieder ein paar Eigenschaften für diese Klasse und sagen zuerst einmal public int id, ihr kennt es ja schon, getz,
dann public string hash get set, dann public string description get set und public int type get set und zu guter Letzt noch die Menge, also public int amount get set, denn diese Klasse werden wir später dazu benutzen, um spezifische Items aus dem Inventar hier zuweisen zu können. So, wir gehen einmal zur inventory.cs. Was machen wir jetzt in diesem Tutorial noch? Wir werden jetzt anfangen mit ein paar Datenbankoperationen und ich würde sagen, wir fangen an mit dem Remove-Item. Und zwar, wie können wir ein Item aus der Datenbank wieder löschen? Und dazu sagen wir einfach public static void remove item, übergeben eine ID, int ID und sagen dann hier einmal try catch exception e und im Fehlerfall sagen wir dann old.v.log hieß das glaube ich, oder? Old.log, da wir erben natürlich hier oben von IceCube wieder. Holen uns das rein und schreiben hier hin old.log und dann könnt ihr irgendeine Debug-Meldung oder was auch immer ausgeben. Ich sage jetzt hier in eckigen Klammern remove item, zack, Doppelpunkt und fügt dann hier die Exception-Meldung hinzu als String, sagt dann plus e.toString. Damit wir im Zweifel eine Fehlermeldung rausbekommen. Und in dem try können wir sagen MySQL comment comment gleich datenbank.connection.createComment und dem comment müssen wir natürlich einen comment text zuweisen mit comment.comment text. Wir gehen bei MySQL comment mit dem alt enter und sagen, dass das using automatisch integriert werden soll und sagen dann bei comment text gleich, wir hatten ja die Tabelle erzeugt letztes Mal, können wir uns auch gleich mal anschauen, delete from items haben wir die Tabelle genannt, where id gleich add id, das Ganze auf ein limitiert und dann sagen wir nämlich noch comment.parameters.addWithValue und fügen der add id noch unserem Parameter oben id hinzu. Dann sagen wir comment.execute non-query, damit die Query ausgeführt wird. Und wenn wir diese Funktion mit einem Parameter aufrufen, wird dieses Item aus der Datenbank gelöscht. Damit wir natürlich erstmal Items haben, müssen wir natürlich auch erstmal Items laden. Und deswegen schauen wir uns einmal kurz die Datenbank an dazu. Diese sehen wir, wenn wir einmal Alt-V XAMPP öffnen und dort unsere Alt-V-Tabelle. Hier ist XAMPP und meine Alt-V-Tabelle, meine Alt-V-Datenbank und mit der Items-Tabelle. Dann sehen wir hier die Struktur, wir haben eine ID und so weiter und hier können wir dann auch Sachen rausladen auf Basis hiervon. Deswegen fangen wir schon mal an mit der groben Struktur von den Items aus der Tabelle laden. Und zwar sagen wir hier public static list. Und wir geben eine Liste vom Typ Item Model zurück und sagen nämlich, dass die Funktion load all items heißen soll. So, warum geben wir eine Liste zurück? Ich habe euch ja schon eben gezeigt oder wir haben es zusammen gemacht. Wir haben hier eine Liste erstellt und diese Liste wollen wir befüllen mit den Items, welche wir aus der Datenbank laden. Deswegen erzeugen wir hier oben eine Liste und sagen list item model item list gleich new list item model Klammer auf Klammer zu Semikolon und sagen return item list. So, und was passiert dann hier drin? Hier drin werden wir wieder ein select machen, wo wir dann alle Items rauslesen und zwar sagen wir hier mysql comment comment gleich datenbank.connection create comment und natürlich ein comment text wieder
diesmal ein etwas einfacherer. Und zwar sagen wir Select alles from Items. Wir wollen alles von der Items-Tabelle laden. So, wenn wir das gemacht haben, sagen wir hier Using MySQL Data Reader. Wir wollen jetzt was lesen, deswegen nutzen wir den Data Reader. Reader gleich common.execute Reader. Das Ganze kennt ihr ja schon vom Account-System zum Beispiel. Und sagen hier while, also eine While-Schleife, solange der Reader am Lesen ist, reader.read. Solange wir noch Werte rauslesen können, soll die Schleife noch weiterlaufen. Und hier sagen wir dann item model, item gleich new item model. Unsere Liste ist ja vom Typ item model, deswegen wollen wir hier ein item model auch erstellen. Und wir jetzt diese Felder auslesen. Position, amount, owner identifier, owner identity, hash und die ID. Dazu sagen wir dann, fangen wir an mit dem Position, damit wir die schön oben haben. Dazu gehen wir hier und sagen dann float posx, weil ich bin nämlich gerade am überlegen, weil wir wollen ja einen Vektor 3 aufbauen und später für die Gegenstände, die auf dem Boden liegen, die Items, lesen wir das erstmal einzeln aus mit float posx gleich reader von get float. Unser Feld heißt POSX, float POSY gleich reader.get float POSY und float POSZ gleich reader.get float POSZ. So, dann sagen wir, wir wollen die item.id haben. Wir werden gleich unsere Position mit einem Vektor befüllen, aber wir lesen erstmal die anderen Sachen noch aus. Item.id gleich reader.getIn32ID. Dann haben wir noch hash, item.hash gleich reader.getStringHash, item.ownerEntity gleich reader.getStringOwnerEntity, item.ownerIdentifier gleich reader.getIn32ownerIdentifier, item.amount gleich reader.getIn32amount und damit dürfen wir alles haben. Jetzt müssen wir nur die Position noch gestalten und zwar sagen wir item.position gleich new vector 3 und hier sagen wir dann Vektor 3, Semikolon, POS X, POS Y, POS Z. Und jetzt haben wir unsere Position mit dem Vektor gefüllt und können dieses Item mit itemList.add zu unserer Itemlist oben hinzufügen, und zwar das Item. So, jetzt haben wir nämlich hier das Item hinzugefügt, unten returnen wir das auch wieder. Und jetzt können wir hier noch ein try-catch drum machen. try-catch, falls ich hier zu einem Problem kommen sollte. try. catch. Und das dazu spinnt auch irgendwie gerade. exception e. Und hier sagen wir dann wieder alt.log. Und geben dann hier wieder was aus, wie... Ich mache sie mal gerne in eckigen Klammern. Load all items, Klammer zu, Doppelpunkt, Leerzeichen, Plus. Und dann sagen wir wieder e.toString. So, damit hätten wir die Load all items Funktion auch erstmal soweit fertig. Da werden wir im späteren Verlauf noch unser Objekt erstellen beim Laden und so weiter und so fort. Wir wären aber für das heutige Tutorial auch am Ende angekommen. Ich hoffe, euch konnte das soweit weiterhelfen. Wenn ihr Probleme oder Fragen habt, meldet euch gerne bei mir im Discord oder im Forum. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.